lassen, ne? Macht Sinn, aber Escape ist, ja, nicht für meinen Emulator belegt und deswegen, ja. Dass die Musik fehlt, ist eine ganz normale Nebenerscheinung, wenn man den Emulator zwischendrin beendet. Außerdem haben wir jetzt unsere Viecher wieder. So. Vier Käfer, oh, so viel Kropfzeugs. Ja, ich spare mir das mit dem Unterbrechen, weil ich weiß ja, die Viecher verrecken an zwei Angriffen. Ist ja so unnötig einfach. Oh, jetzt ist es dich. Ja, wir sehen, wenn Justin ein bisschen stärker wäre, würde er so einen Käfer sogar mit einem Schlag tot kriegen. Und könnte dann mit einem Kombi zwei Gegner töten. Wäre natürlich ziemlich cool. Und da sehen wir es im Kampf, Waffenlevel-Ups. Die werden am Ende natürlich nochmal angezeigt, aber die Erfahrungspunkte gibt es quasi beim Zuschlagen schon. Und demzufolge kann man zum Beispiel theoretisch auch Techniken mitten im Kampf freischalten. Indem eben das nötige Waffenlevel genau dann erreicht wird. Ah, seht ihr, da lohnt sich das. Geld. Dieses Viech habe ich überrascht. Deswegen sind wir besonders weit vor dem Gegner. Ist in diesem Fall total Schnupper, aber hey. Und tschüss. Ja, das war wirklich pretty easy. Und Sue hat ein Level Up. Ja, Sue war ja auch nur Stufe 1, Justin schon Stufe 2. Braucht trotzdem total wenig Erfahrung irgendwie. Der Baum hier hat doch gerade geraschelt. Na gut. Auch ein Füßler. Nein, doch nicht. Vier Käfer, auch gut. So, dann schauen wir doch mal. Ja, Justin, hau mal einfach zu. Vielleicht haben wir ja Glück und töten was. Oh nein, nicht im Ansatz. Zwei tot, zwei greifen an, Herrgott. Sei es drum, ne? Schockt uns nicht das bisschen Schaden. Kann man verkraften. Wir sehen, nach Waffenlevel-Ups gibt es natürlich dann weniger. Also Waffenlevel-Ups brauchen immer länger. Ist klar, macht ja auch Sinn. Anfangs gab es 10 pro Angriff, 10 Erfahrungspunkte. Jetzt sind es nur noch 8. Das ist kein Drama, aber hey. Da haben wir uns gerade noch zwischen Zu und den Käfer geschmissen, sonst hätte das böse geendet. Also, naja, böse. Das sind zwei Käfer, ne? Nicht wirklich gefährlich, aber so in der Theorie. What a finish. Ah, sowas, ja. Wir haben ein paar Käfer überrascht, juhu. Also ganz ehrlich, sich an einen Käfer anzuschleichen, finde ich, verdient Respekt. Ja, ja, Anfängerkämpfe. Wenn das Leben mal immer nur so einfach wäre, dann wäre es langweilig. Ja, ist doch so. So, es gibt hier... Mama. Ja, danke.
Gut, gleich also. Sagen wir es ganz einfach, es gibt hier Käfer. Kann man einfach mal nichts gegen sagen. So. Dass ich Technik nicht demonstriere, liegt übrigens einfach daran, dass es sich hier nicht lohnt und ich einfach, ist, ja, ich bin ziemlich blöd. Oh, das ist ein Level Up. Juhu. Beim Level Up erhöhen sich natürlich die Statuswerte genauso, wie sich auch bei einem Waffenstufe-Level Up die, wenigstens ein bisschen erhöhen. Ne? Hier, sie kriegt für einen Bogen, pro Bogenstufe kriegt sie einen TP und zwei Stärke. Bei ihm mit der Keule ist es für zwei TP, ganz schön zwei Stück und Leb, das ist Leb. Ich habe keine Ahnung, was Leb ist. Ach, wahrscheinlich ist es Lebenskraft, übersetzt Vitalität. Also Vitality. So. Hier sehen wir, da, in der Stadt konnten wir ja beliebig die Karte aufrufen. Hier geht das nur in diesen bestimmten Punkten und dann auch nur in diesem bestimmten Bereich. Dass man da kurz eine Übersichtskarte kriegt. Meine konkrete Assoziation bei dem Kartengut ist natürlich, dass hier hinten irgendwo was versteckt ist. Und ich habe recht. Natürlich habe ich recht. Kräuter, eine kleine Heilung, 15 HP. Hat jetzt Justin bekommen, Auto gibt... Oh, lalalalala, da kommen ein paar Käfer aus dem Busch. Schau an. Da seht ihr mal, wie gut ich bin. Ich überrasche die Gegner. Ich scheuche die Gegner aus dem Busch und überrasche sie trotzdem. Ne? Das soll mir erstmal einer nachmachen. What a finch. Voilà. So. Und weiter geht's. Oh, salala. Der Käfer hat sich uns zugedreht. Ich meine, den haben wir nicht überrascht. Nein, der hat uns gesehen. Ist ja auch mal nett. Das können wir nämlich mal. Einfach aus Spaß mal wieder ein paar Criticals verteilen. Das Lustige ist ja, dass Criticals die Gegner eigentlich auch töten sollten, weil die ja mehr Schaden haben als ein Dingens. Als ein Kombi einzelner Schlag, wie wir gesehen haben. Aber hey, wir haben abgebrochen. Juhu. Gibt auch keine extra Erfahrung oder so, gibt einfach nur 4 Punkte statt 5. 4 Punkte statt 5, so rum ist es nämlich. Pro Angriff. Ein Kombi, hat man gesehen, also gibt... sind zwei Angriffe, gibt mehr Waffenerfahrung. Deswegen sollte man die Criticals nur dann benutzen, wenn man muss. Also guckt man, wie man halt auf seine Kosten kommt. Schade. Und Justin hat es mal wieder nicht geschafft, so einen blöden Käfer zu töten mit einem Schlag. Einen HP. Würde ich ihm das Holzschwert geben, würde es vermutlich häufiger mal schaffen. So. Das Viech ist quasi schon dabei, Justin anzugreifen. Das Schöne ist, ach ja, genau, hier ist es. Ich kann ihm sagen, verteidige dich, indem du versuchst, irgendwohin auszuweichen. Dann wird er jetzt gleich loslaufen. Das geht allerdings ein bisschen schnell. Also, der Angriff ist ja schon so gut wie da. Deswegen sage ich ihm einfach, Verteidigung für Ausdauer. Nimm mir Verteidigungshaltung ein, das geht sofort. Oh, der will was machen. Stacheln. Und es ist zu langsam. Ja, wunderbar. Abbrechen und Zähler. Danke. Ne, so macht man es nicht. Da war der Critical zu langsam und der Angriff kam durch. Sowas passiert. Ne, muss man halt gucken, wie schnell geht welche Technik. Weil wenn man höhere Techniken ausführen will, dann bewegen sich die Gegner zwischen Befehls- und Aktionspunkt. Also, ne, seht ihr unten, wo Justin jetzt ist und wo das Viech gerade ist, bewegen die sich langsamer. Und bewegen sich da nicht instant durch, so wie bei einem normalen Angriff, sondern mit einer gewissen Verzögerung eben. Und das ist halt der Schlüssel eigentlich, um große Sachen zu unterbrechen. Gut, Stacheln war jetzt nicht so groß, es konnte halt abbrechen. Wow. So, das hier ist unser Ziel, sehe ich. Aber ich will vorher natürlich noch durchsuchen. Na,
Items und so. Deshalb müssen noch ein paar Käfer sterben. Aber ich werde jetzt einfach mal... Puffywurf. Gott, das klingt nicht richtig. Auch Techniken haben, wie ihr seht, Sterne. Also Level. Je häufiger wir eine Technik anwenden, desto... Oh, schau an. Strickhorn. Du kriegst eine Technik auf den Kopf. Ne? Sue braucht jetzt einen Moment, bis sie soweit ist. Und jetzt schmeißt sie ihr Teil. Macht gut Schaden. 27. Bleibt zu ihren normalen Angriffen. So, da will noch jemand eine Technik benutzen. Strickkorb, dann kriegt der jetzt auf die Nase. Oh, der tut auch gut weh. So, das war einfach nur, um es mal zu zeigen. Ne, also... Na so, ich... Ach, schade, die SP sieht man jetzt nicht. Ne, einfach nur mal zu zeigen, wie das so aussieht mit Techniken. Es wird kurz aufgeladen. Und sie wurde jetzt schon ein paar Mal wieder gehauen. Man sieht, der Puffywurf hat 8 gekostet. Eigentlich sollte sie jetzt noch 13 haben. Sie hat aber 2 Angriffe bekommen und hat deswegen auch schon 2 SP wieder regeneriert. Deswegen hat sie schon wieder 15. Noch ein SP, noch ein SP. Und denke ich mal. Das heißt, eigentlich müsste sie jetzt wieder... Sie müsste jetzt wieder ein paar mehr haben. Beim Laufen regenerieren sie sich nicht, aber wie gesagt, beim normalen Kämpfen. Das heißt so... Also Standardviechern kann man ab und zu sich mal eine Technik gönnen. So, was weiß ich. Oh, es sind 4 Käfer, ich hau mal einen AE-Zauber. Nee, kein Zauber. Zauberpunkte regenerieren sich nicht. Eine AE-Technik raus, einfach weil es schnell, damit es schneller geht. Ne? Solche Witze. Kann man machen. Hallo, 1000 Füßler. Oder, oh Gottchen, dieser 1000 Füßler. Ich mach 2 von denen mit Techniken schnell weg. Ne? Sowas. Kann man sich gönnen, wenn man will. Sollte man halt nur nicht ständig machen. Ich persönlich sehe 1000 Füßler nicht als Grund zu techen. Die kriegen von mir einfach nur direkt auf die Nase. Hoppala. Ja, super. Da ist... Oh, okay, das gibt wieder eine Stachelseife für irgendwen. Da habe ich nämlich schon jemanden gesehen, der das auflädt. Oder auch nicht. Da hat sich jemand umentschieden. Du willst Tour angreifen. Ich hab da was gegen. Irgendwer will... Ihr wollt beide Justin angreifen. Versuche ich mal Counter gegen ihn. Hier, diese Schweißtropfen hießen. Justin war so weit weg, dass das Viech quasi nicht genug Bewegungswert hatte, um bis zu Justin zu laufen. Bisschen peinlich daran zu scheitern, aber naja. Das kann zum Beispiel passieren, wenn, wie gesagt, ein Charakter irgendwo ganz weit weg steht. Sie oder sich über Verteidigung ausweichen, wegbewegt. Ne, so stell dir vor, Viech läuft übers halbe Feld auf den Charakter zu. Und dann gibst du ihm den Befehl, ach komm, renn mal weg, wieder auf die andere Seite. Und dann muss der Viech ihn nochmal hinterherlaufen. So kann man manche Angriffe auch komplett vermeiden. Ich betone, manche. Nicht viele. Gegner bewegen sich alle unterschiedlich weit. Die 1000 Füßler offenbar nicht sehr weit. Ich habe den hinteren Gegner berührt. Diese 2 Gegner hingen zusammen, so wie Sue und ich habe den hinteren berührt. Deshalb habe ich einen Initiativevorteil. Das ist quasi das Gegenteil von dem, was ich euch eigentlich mal zeigen wollte. Juhu! Durch das Waffenlevel up hat sich, warum auch immer, unser Schaden erhöht, offenbar. Zumindest ein bisschen. Wir können jetzt ab und zu einen Käfer mit einem Schlag holen. Yes. Eigentlich macht das keinen Sinn, weil Keule erhöht ja nur TP und Lebenskraft. Apropos, hier guck mal. Hier guck mal. Naja, egal. Unser Schaden ist ein bisschen höher geworden. Freuen wir uns einfach. Diese Stat-Boni, die wir da haben, die wirken natürlich nicht nur, während man die entsprechende Waffe trägt. Ne? Den Stat-Bonus, den habe ich immer. Was ist das? Ein Stock. Wow. Ah, eine bessere Keule. Das ist doch toll. Offiziersstock.
Okay.